Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Leseliste für den Juni. Ich würfle wieder viermal beim Bukopoli. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen verblabbert, denn ich musste letztendlich fünfmal würfeln, aber damit konnte ich auch noch leben. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Wurf durch. So, ich möchte viermal würfeln. Ich bin beim letzten Mal auf 5-Sterne-Vorhersage stehen geblieben. Deswegen machen wir hier direkt weiter. Hab ich gesagt, ich möchte fünfmal würfeln. Ich möchte viermal würfeln. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine Ereigniskarte. Ich muss immer erst gucken, ob es das Richtige ist. Aber ja. Lies ein in New Adults Buch. Also eigentlich meine ich damit eher eine Romance. Beim ersten Wurf durfte ich gleich eine Ereigniskarte ziehen und darauf stand, dass ich ein New Adult Buch lesen muss oder soll. Ich werde es einfach als Romance umbetiteln, aber ja. Ich habe mich dafür entschieden für Confessions of a Bad Boy von Piper Rain. In dem Band, das ist der 5. Band der Bailey-Serie, geht es um Denver und am Ende des 4. Bandes erfährt man schon so ein bisschen was passiert und dann geht das eben in Denvers Geschichte weiter. Und zwar ist Denver ja Buschpilot und sein Mentor verstirbt dann plötzlich und dessen Tochter Cleo muss jetzt irgendwie ein bisschen unter die Fittiche genommen werden, ein bisschen auf sie aufpassen, beziehungsweise er möchte das einfach sehr gerne. Ja, und ich denke, dann entwickelt sich ein bisschen was zwischen den beiden. Und ich glaube, Cleo ist am Anfang gar nicht so angetan von Denver und findet es eher nervig, dass er ständig um sie herumwuselt. Denn im 4. Band waren sie schon nicht ganz so gut aufeinander zu sprechen, glaube ich. Also ich glaube, Cleo ist nicht unbedingt so eine einfache Protagonistin, aber ich bin sehr gespannt, wie sich Denver mit ihr schlagen wird und was die beiden generell in dem 5. Band erleben werden. Und dann gehen wir auch gleich über zum zweiten Wurf. Weiter geht es mit Wurf Nummer 2. Eine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin auf Start gelandet. Das ist bei mir immer ein Joker. Beim zweiten Wurf bin ich dann auf Start stehen geblieben. Und das ist für mich einfach ein Joker. Und ich habe mich hier für Aschehonig von Beatrice Jacobi entschieden. Und ja, ich habe davon erst letzte Woche in meinem Neuerscheinungsvideo erzählt. Ich glaube, das E-Book ist nämlich auch vor dem Taschenbuch oder ist vor dem Taschenbuch erschienen. Und zwar geht es in dem Buch um Natur quasi. Denn die Natur hat sich eben ihr Reich wieder zurückgeholt. Die Wälder sind lebendig geworden und sie hat auch ganze Städte quasi verschlungen. Und seitdem das passiert ist, hat kein Mensch mehr dort einen Fuß hineingesetzt. Und jetzt gibt es aber die Bienenhüterin, glaube ich, Giselle. Und die spürt eine Verbindung zu den Geschöpfen in dem Wald. Und gemeinsam mit Alexei, der vielleicht doch ein bisschen mehr ist als ein Freund, und zwei weiteren Freunden begibt sie sich dann eben auf die Reise in dieses Gebiet. Und je tiefer sie eben in den Wald eindringen oder in die Natur eindringen quasi, desto mehr Geheimnisse untereinander entstehen. Und ich bin sehr gespannt, was in dem Buch passieren wird. Ich glaube, Text verrät jetzt noch nicht so unfassbar viel und ich bin so gespannt auf das Buch. Ich habe das Buch durch Zufall entdeckt und bin jetzt ganz, ganz neugierig, was ich da mit Giselle, Alexei und den zwei weiteren Freunden erleben werde. Ist übrigens auch alles ein Einzelband. Und ja, dann habe ich auch zu dem Buch alles gesagt, weil da geht es zum nächsten Wurf. Wurf Nummer 3. Eine 9. Irgendwie habe ich es heute mit den hohen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5-Sterne-Vorhersage. Jetzt sind wir genau einmal rum. Beim nächsten Wurf bin ich auf 5-Sterne-Vorhersage gekommen. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich bei den Büchern, die ich aktuell auf dem Sub habe, nicht unbedingt davon ausgehe, dass es 5-Sterne-Bücher bekommen wird. Ich weiß natürlich noch nicht, ob es stimmt oder nicht. Das werde ich erst sehen, wenn ich all die Bücher gelesen habe. Deswegen habe ich mich dann für Everything We Had von Jennifer Bright entschieden, denn ich glaube, dass das sehr nah an die 5 Sterne herankommen wird, auf jeden Fall, weil ich glaube, das wird einfach so eine absolute Wohlfühlgeschichte.
Sowas wie Green Valley oder Redwood Love oder sowas in die Richtung. Mit ein bisschen mehr Tiefgang, aber auch, glaube ich, auch. Es geht in dem Buch um Kate und ich muss gerade gucken. Kate hat ein traumatisches Erlebnis erlebt, was sie ein bisschen aus der Bahn wirft und sie hält eigentlich nur eins aufrecht und zwar ihr Traum von einem eigenen Café. Sie findet dann auch einen Raum, einen kleinen Laden in London zu mieten. Allerdings gibt es einen Haken, denn der Neffe der Inhaberin möchte das Geschäft in einen Buchladen verwandeln. Und ja, jetzt ist sie eben am Überlegen, ob sie ihren Traum verwirklichen kann. Und ob sie auch wirklich mit Aiden zusammenarbeiten kann, denn wenn sie das eben nicht tut, dann kann sie ihren Traum nicht verwirklichen. Und ja, dabei kommen sie sich halt eben sehr nah und eigentlich möchte das Kate gar nicht, weil sie eben ja doch irgendwie ein bisschen kaputt ist durch dieses traumatische Erlebnis. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich habe ja bereits das erste Buch der Autorin gelesen, The Wrong Kind of Love. Heißt das so? Auf jeden Fall so ähnlich heißt es. Da geht es um die beste Freundin von Kate. Und ich habe auch gehört, dass man die beste Freundin von Kate hier in Everything We Had auch nochmal wieder trifft. Ich bin ganz, ganz gespannt. Und ich glaube, das könnte so eine absolute Wohlfühlgeschichte sein. Deswegen bin ich. Oder ist das auch, glaube ich, ein perfektes Buch für warme Sommertage mit meinem Blick hinaus, wo es wieder regnet? Hoffe ich jedenfalls zumindest, dass der Juni ein bisschen angenehmer wird von den Temperaturen und auch vom Wetter her wie der Mai jetzt. Ja, ich glaube aber dafür wird genau diese Tage wäre dieses Buch genau das Perfekte. Und dann kommen wir auch schon zum eigentlich letzten Wurf. Und jetzt kommen wir zum letzten Wurf. Oder auch nicht letzten Wurf. Na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paperback Taschenbuch. Beim eigentlich letzten Wurf, der jetzt doch nicht der letzte Wurf ist, weil ich nämlich ein Pasch gewürfelt habe, bin ich auf Paperback Taschenbuch stehen geblieben. Und ich kann euch endlich mein Buch in die Kamera halten. Das einzige hier in diesem Video, zumindest beim Bookopoly, weil ich sonst nur E-Books lese. Wer meine Weekly Readings oder mein vorletztes Weekly Reading gesehen hat, der weiß, dass ich einen Film geguckt habe und zwar Die Bestimmung. Und nach den ersten 5 Minuten hatte ich schon mega, mega Bock darauf, die Reihe zu rereaden. Ich habe die Bücher vor einigen Jahren gelesen, und zwar als die Taschenbücher veröffentlicht wurden. Das war 2013, 2014, irgendwie so. Ich glaube, es war schon seit 2013. Kommt schon ganz gut hin. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mir die Bücher, also Band 2 und Band 3 von meinem Bruder dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten gewünscht habe, weil ich den ersten Band so, so toll fand. Deswegen möchte ich Die Bestimmung von Veronica Roth rereaden. Und ich freue mich so sehr auf die Geschichte. Ich habe gestern den letzten Teil als Film gesehen, der jetzt nicht besonders gut ist, aber irgendwie der innere Monk möchte dann die Reihe komplett schauen und dann habe ich den dritten Teil gelesen. Der erste Teil ist, den finde ich richtig gut. Ich kann mich tatsächlich aber auch nicht mehr richtig an die Bücher erinnern. Deswegen wird es Zeit, dass ich die Bücher rereade und ich möchte mit dem ersten Band anfangen. Ganz kurz, worum es geht. Und zwar gibt es 5 Fraktionen. Ich kann mir nie merken, wie die Altruan, Ken, Amite, Ferox und irgendwas mit C, glaube ich, noch. Ich kann es mir nicht merken. Kandor. Genau. Genau. Und die Beatrice, die Protagonistin, muss sich eben zwischen einen der 5 Fraktionen, ich dachte, da wäre was rausgeflogen, aber das war nur ein Reflex in meiner Brille, muss sich für eine der Fraktionen entscheiden. Und das ist eben die wichtigste Wahl ihres Lebens. Dann hat sie sich einmal entschieden, kann sie in ihre, falls sie sich für eine andere Fraktion entscheidet, als in der sie aufgewachsen ist, kann sie eben nicht mehr zurück. Und dann gibt es eben diesen Test, der über Beatrices Bestimmung Auskunft geben soll. Und ja, entweder folgt sie diesem Test oder halt eben nicht. In dem Klappentext steht noch was anderes drin, das möchte ich aber nicht
erzählen, weil ich finde, das spoilert schon sehr. Und ja, wie sie sich dann entscheidet, so geht dann halt oder ändert sich dann halt vielleicht auch ihr Leben, falls sie sich anders entscheidet, als sie jetzt quasi in der Fraktion aufgewachsen ist. Keine Ahnung. Komischer Satz eben. Aber ja, ich freue mich sehr auf die Bestimmung und freue mich, dass ich endlich diese Reihe rereade, weil ich das schon so lange vorhabe. Und bevor ich noch länger über die Bestimmung rede, machen wir weiter mit dem fünften und jetzt wirklich letzten Wurf. Okay, aber jetzt zum letzten Wurf. Hoffentlich. Ja, eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deutscher Autor. Und beim letzten Wurf bin ich dann auf deutscher Autor oder deutsche Autorin gekommen. Und ich hatte da schon eine Autorin im Blick, wusste aber, war mir nicht zu 100% sicher, ob sie aus Deutschland kommt oder zumindest deutschsprachig ist. Ob das jetzt dann Österreich oder die Schweiz noch ist, ist auf jeden Fall deutschsprachig, auf jeden Fall meine ich damit. Aber tatsächlich kommt sie aus Deutschland und auch ganz aus der Nähe von mir, also vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde von mir entfernt. Also wirklich nicht weit weg. Es hat mich sehr überrascht, als ich das gesehen habe, wo sie herkommt. Auf jeden Fall geht es um The Run, die Prüfung der Götter von Dana Müller-Braun. In dem Buch geht es eben um vier Götter, die auf die Erde gesandt wurden, um das Zeitalter der Menschen einzuläuten. Und sie erschufen dann eben ein Reich aus schwarzem Sand. Das Reich des Kampfes. Aus goldenem Staub erwuchs die Weisheit, aus roter Asche wurde der Tod geboren und aus blauem Eis das Leben. Und die Legende bestimmt auch heute immer noch das Schicksal und so eben auch Isaris Schicksal. Wie alle anderen 18-Jährigen muss auch sie einen gefährlichen Lauf durch die vier Reiche der Götter bestehen, bevor sie ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden kann. Dabei ist sie aber auf die Hilfe eines Schattenbringers oder eines mächtigen Schattenbringers angewiesen, der ihr Herz auf ungewöhnliche Tiefe berührt, aber seine Treue gilt nicht ihr. Ich finde, das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich habe gehört, dass das, also sind auf jeden Fall selbst erfundene Götter, keine aus irgendeiner Mythologie, die man jetzt so vielleicht schon kennt. Also nordische, ägyptische, griechische Mythologie zum Beispiel, sondern eben ausgedachte. Und ich habe sehr gemischte Meinungen über das Buch gehört und deswegen möchte ich jetzt einfach das Buch selbst lesen. Und weil, nein, ich glaube, da erscheint noch ein zweiter Teil auf jeden Fall, vielleicht. Irgendwie sowas hat die Autorin schon mal angeteasert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie mir das Buch gefallen wird. Und ja, das sind die fünf Bücher, die auf meiner Leseliste für den Juni stehen. Ich finde eine sehr tolle Auswahl. Drei, nee, vier, nein, zwei Liebesromane und drei Fantasy-Bücher. Ich habe ja jetzt im Mai sehr viel Romance gelesen, deswegen finde ich es auch mal ganz gut, dass wieder ein bisschen mehr Fantasy drankommt. Aber ich bin mir sicher, dass ich mehr als diese fünf Bücher lesen werde. Deswegen wird das ein oder andere Romance-Buch wahrscheinlich auch noch dazwischen rutschen oder dazukommen. Und ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns jetzt noch die Neuzugänge aus Juni 2020 an. Okay, ich habe gerade eben gesehen, die Neuzugänge aus dem Juni sind sehr übersichtlich. Es waren insgesamt drei Bücher. Und angefangen mit Kassa Diem jenseits der goldenen Brücke von Julia Dippel. Das habe ich schon gelesen. Ist demnach nicht mehr auf dem Sub. Da möchte ich irgendwann den zweiten Band noch dieses Jahr lesen, weil der dritte Band hier im November erscheint. Habe ich euch schon genüge erzählt, aber das Buch ist nicht mehr auf meinem Sub. Dann habe ich hier Rebel Heart von Y. Kelland und Penelope Ward. Ich meine, nee, das habe ich nicht in der Leserunde gelesen, aber ich habe es auf jeden Fall schon gelesen, wie die Dilogie komplett auch schon. Das ist das Rush-Duett quasi, also so nennt sich das eben. Und ist auch bei mir schon wieder ausgezogen, weil ich es gut fand, aber jetzt nicht so gut, dass ich es nochmal lesen würde oder unbedingt hier zu Hause haben stehen muss, zu Hause stehen haben muss. Und das dritte und letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, ist Game On, Mein Herz will ich. Ist, glaube ich, der erste Band, also auf jeden Fall der erste Band der Game On-Reihe von Kristen Callihan. Auch das Buch habe ich schon gelesen. Das heißt, keins meiner Neuzugänge aus dem Juni 2021 ist noch auf dem Sub. Dementsprechend wandert da auch nichts auf meine Liste der Bücher, die ich
in den nächsten oder am besten in diesem Jahr noch lesen müsste, weil sie letztes Jahr eingezogen sind, was ich sehr gut finde. Denn ich habe noch ein paar Bücher, die letztes Jahr seit Januar bis jetzt eben bei mir eingezogen sind, die ich noch nicht gelesen habe, die ich auf jeden Fall auch noch lesen möchte. Und ja, ich glaube, das sollte auch ganz gut funktionieren. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher, die ich euch jetzt vorgestellt habe, sei es meine Neuzugänge aus dem Juni 2020 oder meine Leseliste für Juni 2021, ob ihr davon eins schon gelesen habt und welche Bücher ihr im Juni gerne lesen möchtet. Und ich würde sagen, dann verabschiede ich mich auch schon hiervon. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!